So, willkommen zu einer neuen Folge auf meinem Kanal Ramses der Dicke, eine neue Folge Ramses Kitchen. Jetzt habe ich bis eben gewartet, dass die Sonne untergeht, damit ich nicht das ganze Licht in die Fresse kriege, sondern hier sitzen kann, ohne beide Lights geblendet zu werden. Ich war bei McDonald's und habe mir ein Happy Meal geholt. Nein, das sieht im ersten Moment so aus, ist es aber nicht, denn wir haben was bestellt bei Olympus. Döner und Pizzahaus, Lindenallee 1 in Meiningen. Neue Karte, neuer Inhaber. Ich weiß gerade gar nicht, ob ich schon mal ein Video gemacht habe mit irgendwas darüber. Auf jeden Fall sieht die Karte richtig genial aus, weil hier alles so hell ist und so weiß. Ich mag ja weiße Sachen, weiß ist immer edel. Und da gibt es auch Burger. Ich möchte heute einen Burger testen, den möchte ich euch heute mal zeigen. Und habe mich entschieden für Bacchus Burger. Den gibt es natürlich normal und den gibt es auch doppelt. Ein Double Bacchus Burger mit 2x125 Gramm Fleisch, Salat, Tomaten, Zwiebeln, Gurken, Speck, Barbecue-Soße. 9 Euro einzeln, 12 Euro im Menü und deswegen habt ihr jetzt hier so eine Happy Meal-Tüte bekommen. Pupsi hat sich aber auch was bestellt. Und zwar eine Thunfischpizza, eine Pizza Donno und einmal Nudeln überbacken, Spaghetti mit Dönerfleisch, Bolognese-Soße und Peperoni. Das möchte ich jetzt kurz hier einblenden und dann gucken wir gleich nach den Burgern. So, das ist die Pizza, die Pupsi sich bestellt hat. Das sieht erstmal normal aus, wie jeder Karton, den man kriegt. Dann macht man den auf, dann habt ihr hier eine Thunfischpizza drin. Und was ich genial finde, das ist das allererste Mal, dass ich sehe, dass ein Pizza-Lieferant, ein Pizzahaus, hier dieses komische Plasteteil drin hat. Das ist ja nur so ein 1-Cent-Artikel, ja, also 100 Stück kosten 1 Cent gefühlt. Und das verhindert ja, wenn ihr das reinsteckt, dass die ganze Pizza und der ganze Belag hier oben am Deckel klebt. Weil du kannst das hier nicht mehr reindrücken. Ich habe noch nie einen Pizzalieferanten, Pizzadienst gesehen, bei dem das drin ist. Im Fernsehen zeigen sie das immer, dass das so toll ist. Aber das ist jetzt der erste Pizzalieferant, wo ich das in Aktion sehe. Das ist Thunfisch. Pupsi nimmt da immer so noch Aioli-Dip dazu, Jalapeno Aioli, haut sich das drauf. So, und hier habt ihr jetzt Nudeln von Pupsi, die sie sich bestellt hat. Die wollte ich euch auch mal kurz zeigen zwischendurch, weil das nämlich irgendwie richtig genial aussieht mit dem ganzen Käse drauf. Und hier die Peperoni, beziehungsweise sind das ja eigentlich so Pfefferonen. Und ich sehe einen, sie hat gesagt, da sind ganz viele Pfefferonen drin. Finde ich genial, weil Pupsi ist eigentlich auch gerne ein bisschen scharf. So, ich habe es ja schon gesagt, ich habe einen Burger genommen. Und zwar den ich nicht kenne. Hier gibt es nämlich Chicken Burger, Hamburger, Cheeseburger, Chili Cheeseburger, Barbecue Burger, Halloumi Burger, Kebab Burger, Burger mit Spiegelei. Aber der einzigste, der einen besonderen Namen trägt, ist der Bacchus Burger. 6,50 Euro, normal, 9 Euro im Double. Den möchte ich euch jetzt zeigen. Dafür nehmen wir hier unsere Happy Meal Tüte, extra groß. Weil das Ganze im Menü genommen wurde, gibt es auch ein Getränk dazu. Konnte ich mir hier dieses Ulutagasos raussuchen. Das war vorhin noch richtig schön kühl. Jetzt ist es leider badwarm. Und wir haben noch eine Packung Pommes dazu bekommen, die hier in diesem braunen Pappding sind. Die waren vorhin schon total weich und latschig. Jetzt sind die total weich, latschig und kalt. So mag ich die doch am liebsten. Also die Pommes bei so Zeugs, weiß ich nicht. Ich habe noch andere Barbecue-Soße im Kühlschrank, habe gedacht, wenn du die da drauf knallst, funktioniert das vielleicht trotzdem. Aber an sich ist das halt, naja, so Liefer-Pommes ist immer. Pommes müsst ihr irgendwo an einem Imbiss essen direkt. So ein Imbisswagen beim Kaufland gibt es ja auch richtig gute Pommes. Pommes beim Lutz, Döner, Lutze, Hibu, richtig gut. Aber hier bei den Dönerbuden-Pommes einfach nur Abfall. Ja, ist auch nicht gut gewürzt, ist einfach nur weich, ist einfach nur, ach, red man nicht drüber. Es ist halt einfach immer dasselbe. Aber es geht mir um den Burger. Hier ist jetzt der Burger drin. Eine große Verpackung, wenn man das so sieht. The Best Burger mit einem Bild vom Burger. Hat auf jeden Fall Style. Hier steht auch überall Burger drauf. Und das Ganze ist nochmal eingepackt in dieses Zeitungspapier, was ich sehr cool finde vom Design. Übrigens muss ich sagen, ich habe Pupsis Nudeln probiert. Die haben richtig gut geschmeckt. Ich esse normalerweise keine Nudeln vom Dönermann, weil ich sage, die schmecken einfach nach nichts. Und erst am nächsten Tag, wenn die wieder kalt sind und die Konservierungsstoffe sich breit gemacht haben, kannst du Nudeln vom Dönermann essen, weil dann haben die erst Geschmack.
die bei Pupsi, gerade durch die Peperonis, die da drin waren, haben selbst im warmen Zustand schon Geschmack gehabt, waren würzig und fand ich richtig gut. Genauso wie die Pizza Thunfisch, Pizza Tonno. Normal bin ich nicht so der Thunfisch-Freund bei Pizza, da fehlt mir immer was oder es ist mir zu fischig. Die hat aber die richtige Kombination gehabt mit Zwiebeln, Käse, Thunfisch, den nicht zu präsent, trotzdem weicher, fluffiger Boden, auch ohne Aioli, auch ohne Knoblauchsoße, ohne alles, fand ich die gut, hat die mir geschmeckt, hätte ich auch so gegessen. Jetzt zeigen wir euch aber diesen wunderbar genialen Burger im Zeitungspapier. Müssten ja zwei Scheiben Fleisch drauf sein. So, hat auf jeden Fall wieder ein Sesambrötchen. So sieht er aus. Da, guck dir das an. Das ist der Burger. Den packe ich jetzt einfach hier auf dieses Brett. Da haben wir extra ein Brett mitgenommen. Salat, Tomaten, Zwiebeln, Gurken, Speck, Barbecue-Soße. Speck, klappen Sie mal auf. Seht ihr hier drin? Da ist also so wie eine Art Bacon drunter. Ja, Salat, Gurken. Das Fleisch ist jetzt richtig rüftig und dunkel. Ansonsten haben wir hier so ein bisschen hängen gebliebenen Salat. Ja, matschige Tomaten. Barbecue-Soße. Ich sehe, hier ist das Warte mal. Also unten ist keine Soße. Hier dazwischen ist was. Soll das Barbecue-Soße sein? Ist das Barbecue-Soße? Nein, Barbecue-Soße ist braun. Soll das Käse sein? Ist der Käse zerlaufen? Der Käse, der sonst immer wie Gummi ist, ist hier, hat sich komplett aufgelöst oder wie? Es hat aber eine leichte Barbecue-Brise drunter. Sieht auf jeden Fall sehr speziell aus, als wäre es eine orange-cremige Barbecue-Soße, die wir auch hier auf dem Burger nochmal haben. Obwohl das jetzt auch der Käse sein könnte. Ich klappe das Ding jetzt mal wieder zu. Es ist fotztrocken, wir müssen es leider so sagen. Machen aber das Ulutagasos dazu noch auf. Denn davon möchte ich jetzt erstmal eine Brise nehmen, bevor ich da reinbeiß. Legendary Ulutagasos. Wenn ihr das kennt, schreibt es mir in die Kommentare. Probieren wir mal den Double Barcos Burger. Alles hat bisher geschmeckt. Bei dem Burger bin ich jetzt mal gespannt, ob der sich einreiht. Achso, wir haben ja noch gar keinen. Fürs Thumbnail müssen wir das natürlich auch noch. So, muss reichen fürs Thumbnail. Wo war jetzt hier die matschige Seite? Überall, genau. Also das Fleisch ist wirklich sehr, sehr bissig, sehr fest. Ich krieg fast hier Kiefersperre, wenn ich da reinbeiße und das kauen will. Festes Fleisch, wahrscheinlich weil es jetzt kalt ist, richtig hart. Tut richtig weh, das zu kauen. Ansonsten merkst du ein bisschen Zwiebeln drin. Aber irgendwie fehlt mir was. Ich habe jetzt gedacht, das ist voll die Wucht. Der Name war interessant, aber es schmeckt irgendwie so nach nix. Irgendwie, es schmeckt so nach nix einfach. So, ich glaube, so ein normaler Hamburger bei McDonald's würde ich lieber essen gerade als das. Aber wir beißen einfach nochmal rein. Jetzt dazu eine Pommes und ich bin komplett weg. Und irgendwie ist das mir schon zu trocken. Saugt mir alles raus. Noch so eine labrige Pommes dazu. Dann kriegst du keine Luft mehr, fällst vom Balkon. Also das Fleisch ist wirklich mega fest. Keine Ahnung, macht so keinen Spaß zu essen, fühlt sich nicht an, als wäre das richtig toll, fühlt sich so an, wie man ist froh, wenn man es endlich hinter sich dann hat. Burger also leider ein bisschen eine Enttäuschung, liegt aber sicherlich daran, weil es jetzt eben schon kalt ist. Und vielleicht das nächste Mal ganz spät abends bestellen, das stand jetzt schon 3 Stunden rum, was willst du da erwarten? Ich glaube, ich kann dem Ganzen nochmal eine Chance geben, nochmal bei was Frischeren und dann mal gucken beim zweiten Mal. Ich gebe es noch nicht auf. Vielleicht auch nicht den doppelten nehmen, sondern den normalen nehmen, damit auch nicht so viel Fleisch drauf ist. Und dafür vielleicht 2 Burger, 2 verschiedene. Chili Cheese finde ich immer genial. Chili Cheese hat mich, glaube ich, bisher noch nie enttäuscht, egal wo ich das gegessen habe. Kannst du auch nichts falsch machen. Ansonsten, ja, wann habt ihr das letzte Mal einen Burger gegessen? Was ist euer Lieblingsburger? Schreibt es mal in die Kommentare. Das war es von meiner Seite aus. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis dahin. Peace out, Vorhaut, euer Ramses. Jetzt tropft hier irgendwie noch Fett raus oder
Soße oder irgendwie. Ist auf jeden Fall durchsichtig, schmierig, läuft mir den Finger entlang. Das ist keine Barbecue-Soße. Das sieht einfach nur aus wie blankes Fett, was jetzt bei den Patties innen drin rauskommt, weil ich die harte Kruste außen durchdrungen habe. Das ist aus dem Fleisch raus. Suppt. Oh. Peace out, Vorhaut, euer Ramses.